Servus, liebe Freunde, die Ernte naht. Ja, wir haben ein wenig zu tun. Hier das Feld 15, 16 ist erntereif, 14 ist fast fertig mit der Einsaat und auch bereits schon gedüngt. So, jetzt habe ich doch das falsche Gerät erwischt. Also wir sprinten mal schnell hier rüber, machen das Licht an, starten den Helfer, lassen den mal losfahren und werden jetzt uns hier gleich mit dem Kipper sozusagen in Position stellen. Gerste geht ja relativ schnell und ich würde sagen, wir beschleunigen das sogar noch, indem wir ein bisschen nebendran herfahren, denn ich möchte hier gucken, dass wir diese Ernte relativ schnell durchkriegen. Die wird nämlich uns das letzte fehlende Geld besorgen, was wir brauchen. Okay, der fährt aber ein bisschen sehr langsam auf der Fahrstufe 4. Werden wir mal ein bisschen optimieren. So. Prozent runter, noch ein Prozent. Wir müssen ja nicht zu schnell fahren, so ist das, glaube ich, besser. Ja, noch auf 30% sind wir, glaube ich, genau richtig. So, ja, und mit dem Geld werden wir uns nämlich dann, was wir hier durch die Ernte einfahren, gleich den Mähdrescher, den VM66 holen für das Feld 8, damit wir den pünktlich sozusagen zur Ernte dort oben auch verfügbar haben. So, die Sämaschine ist jetzt hier, glaube ich, auch schon fast auf den letzten Zügen. Mal gleich gucken, ob die dann nochmal dreht oder ob die fertig ist. Ich glaube aber, die ist durch. Und wie sieht's aus? Ja, die ist fertig. Okay, dann werden wir die uns gleich hier schnappen. Zuklappen natürlich. Nee, noch nicht zuklappen. Wir hatten ja hier noch so einzelne Stellen, die mir ja gar nicht gefallen haben. Das werden wir jetzt hier auch gleich ein bisschen korrigieren. Das ist nämlich nicht so gut gelaufen. So, also senken, einschalten und nochmal hier mit der Fahrstufe drüber fahren. So, dass wir nämlich hier gerade diese einzelnen Lücken, die wir hier gelassen haben, noch etwas verbessern bzw. ausbessern. Das ist ja auch immer so ein bisschen das Blöde. Da müssen wir dann halt, wie gesagt, mit dem neuen Traktor dann mal gucken, wie wir das am besten hinkriegen. So. Ja, auch ein bisschen die Textur noch verwischen. Das sieht schön aus, finde ich. So ein bisschen stylisch, nicht alles nur so auf Linie wie im Bürohengst. Naja gut, blöde Ausrede. Ich hätte ja einfach auch die Sämaschine heben können. Das will ich jetzt auch mal probieren, ob der Solaris das hinkriegt. Tatsächlich funktioniert. So ist das doch etwas angenehmer. So, wieder ablassen, dass wir hier den Rest einsehen. Genau. So, wieder anheben. Wieder absenken. Das ist nämlich ganz schön viel Zeug, was der Knabe da hat stehen lassen. Gefällt mir ehrlich gesagt überhaupt nicht. Hängt aber, wie gesagt, am Traktor. Da müssen wir gucken, dass wir definitiv eine bessere Maschine zusammenkriegen. Und für sowas ist es immer ganz gut, wenn man noch so 1-2 Liter Saatgut in Reserve hat. Dann kann man nämlich da wunderbar noch ein bisschen korrigieren, das Ganze, ohne dass wir gleich Schwierigkeiten kriegen. So, hier oben der Bereich ist fertig. Das heißt, wir schalten die mal ab und fahren jetzt mal hier runter. Da haben wir ja bestimmt auch dieselben gegenüberliegenden Flecken noch. Ja, aber auch wieder was dazugelernt. Man braucht ein etwas kräftigeres Gerät, um hier doch anständig mitzuarbeiten. So, wir gucken mal, da ist die erste Stelle. So, gleich wieder einschalten den Knaben. So, auch hier werden wir natürlich die fehlenden Liter noch ein bisschen... Ja, nachsehen. So, schnell runter, dass wir hier pünktlich starten können. Wunderbar. Lücke geschlossen. Ab zum nächsten. Denn das wollen wir natürlich nicht jedes Mal machen hier. Also anfangen, um hier dann sozusagen permanent die Arbeit des Helfers nachzubessern. Das sollte eigentlich besser laufen. Wobei, ich glaube, der Helfer kann da, wie gesagt, gar nichts dafür. Das ist eher Sache der Zugmaschine. Und das werden wir auch baldigst korrigieren. So, zum Glück hat der Mähdrescher so ein großes Fassungsvermögen, da können wir das hier in der Zeit ganz in Ruhe zu Ende bringen, bis wir nämlich dann abtanken müssen. Ja, und von dem Geld, was wir jetzt durch die Gerste reinkriegen, werden wir als erstes unseren Mähdrescher kaufen für da oben. Und dann schauen wir mal, was noch an Geld übrig bleibt. Vielleicht haben wir ja sogar Glück und können uns das Feld 9 noch holen. Die 9000 Euro wären es ja wert. Das würde ja auch nochmal ein bisschen Gewinn da oben abwerfen. Und danach müssen wir auf alle Fälle zuerst mal auf einen großen Traktor sparen. Wie gesagt, ich würde ganz gerne den Case nehmen. Der kostet so
um die 175.000 Euro. Ich denke, das wäre eine ganz gute Wahl, die wir da hätten. Apropos gute Wahl, ich wähle mal hier den Kipper, um den Mähdrescher abzutanken. Ich glaube, das wäre auch eine gute Wahl. So, der hat jetzt hier schon sozusagen mit der ersten Spur, die wir gemeinsam gemacht haben, fast das halbe Feld fertig. Sollte also die Ernte in dieser Folge durchkriegen. So, das heißt nämlich, wir werden hier mal ein bisschen unter das Abtankrohr fahren. So, das sollte gehen. Dann werden wir hier die Sämaschine wegbringen, gleich den Ladewagen ankuppeln, damit wir nämlich auch das Stroh hier wieder aufnehmen können. Das sollte natürlich dann auch gleich gemacht werden, denn wenn das Stroh aufgenommen ist, deswegen lasse ich auch die Sämaschine hier stehen, können wir gleich schon wieder nachsehen. Die nächste Maschine sozusagen, das nächste Feld einsehen. So, ich versuche es jetzt nochmal hier von der Schwenktechnik. Boah, geht ja eigentlich auch, aber eleganter ist es eigentlich übers Cockpit. So, jetzt habe ich natürlich hier, ja, genau das würde nämlich mit dem Cockpitfahren nicht passieren. Wir könnten nämlich dann sauber durchfahren. So, jetzt aber erstmal ab zu den Strohschwaden. Dann können wir nämlich das Feld auch gleich nachsäen. Und vor allem, dann lassen wir vor der Einsaat aber erstmal die Zeit ein bisschen vorlaufen, damit wir nämlich hier ganz schnell wieder ein bisschen Tageslicht kriegen. Wir brauchen ja nicht viel, nur so eine Stunde. Aber da will ich jetzt nichts riskieren, nicht dass dann gerade auf einmal hier nochmal die Stufe durchwandert. Ich habe da nämlich ehrlich gesagt gar nicht so drauf geachtet. Auf der anderen Seite in einer Stunde, wir sind bei der ersten Reifestufe, kann eigentlich nichts passieren. Wir drehen die Zeit einen Tick vor. Was soll's, ich will's wieder hell haben. Und die eine Stunde wird uns nicht umbringen, so gegen 5:30, das reicht ja eigentlich schon aus. Da könnte man nämlich schon direkt wieder ein wenig Tageslicht erblicken. Außerdem sparen wir natürlich auch Energie oder Treibstoff, ne? So, ja, 4.50 Uhr, bald sind wir soweit, bald wird es wieder ein bisschen Licht. So langsam müsste auch irgendwo die Sonne schon auftauchen. Ich glaube, da hinten kommt sie gerade raus. Ja, wunderbar, schön, optimal, es wird wieder hell. So gefällt mir das unheimlich gut. So. Jetzt haben wir kurz vor 6, jetzt lassen wir die Zeit wieder stehen. Ja, bei uns bleibt die Zeit stehen sozusagen. Auch nicht schlecht. So, da stehe ich ein bisschen im Weg, das sollte ich gleich noch ändern. Aber ich muss sowieso bald nochmal abtanken, dann muss der Kipper eh aus dem Weg. So, und stimmt, wir haben ja auch noch ein bisschen Stroh hier. Ich denke mal, einen halbvollen Kipper sollte das Dicke geben. Wären also auch nochmal gute 2000 Euro. Damit haben wir das Geld für die Einsaat schon mal wieder raus. Und ja, wie gesagt, mit der Ernte hier von der Gerste können wir uns dann unseren Mähdrescher für das Feld 8 holen. Ja, und vielleicht bleibt ja noch was übrig, dann können wir sogar Feld 9 auch noch in Beschlag nehmen. Dann hätten wir da zumindest, was unseren Grundbesitz betrifft, schon mal ein bisschen was wieder erreicht. Und mit dem kleinen Traktor, mit dem kleinen Drescher da oben, können wir eigentlich die kleinen Fältchen wunderbar bearbeiten. Ja, und hier unten können wir natürlich nach Aufnahme des Strohs auch gleich wieder ja, die Sämaschine einsetzen, können dann da auch wieder einsehen. Nachdem das aber jetzt dann dieselbe Wachstumsstufe noch ist, werden wir auch hier dementsprechend dann wieder neu einsehen. Da gucken wir mal, dass wir hier unten eine einzige Fruchtsorte haben. Das ist natürlich auch ein bisschen einfacher. So, wir tanken hier mal schnell zwischen. Dann kann der das nämlich in einer Tour dann sozusagen erledigen und muss nicht nochmal anhalten. Bringt uns ja auch nochmal einen kleinen Zeitvorteil. Und unser Kipper fühlt sich rasant. Ja, fühlt sich sogar ziemlich schnell. Bin mal gespannt, ob wir hier mehr als einen Kipper rauskriegen oder nicht. Ich glaube schon fast, dass es mehr als ein Kipper wird. Das sieht ziemlich danach aus. So, jetzt haben wir hier aber schon mal wieder etwas Luft geschaffen, werden kurz wechseln zu dem Kollegen hier und werden natürlich gleich weitermachen, das Stroh aufnehmen, damit das Feld sozusagen in der nächsten Folge spätestens schon wieder so weit ist, dass wir hier alles neu einpflanzen können. Ja, das können wir eigentlich nach der Ernte sogar schon starten, weil dann brauchen wir ja den Kipper nicht mehr direkt. Da kann die Sämaschine direkt durchfahren. Ich glaube, das kriegen wir sogar in der Folge noch zum Großteil alles hin. Meine Güte, da sind wir ja absolut ultra produktiv.
Das finde ich ja mal richtig schick. Ha, und dank der großen Arbeitsbreite schafft der Mähdrescher das sogar in einem Schwung, lässt nichts mehr stehen. Das ist natürlich perfekt. Ja, und das Feld 14 ist ja nochmal deutlich größer als die Kombination 15-16, die wir hier haben. Das heißt, da wird auch einiges bei rumkommen. Und aus dem Grund möchte ich ja später auch zwei große Mähdrescher im Einsatz haben, dass wir nicht nur unten und oder oben was machen können, sondern je nach Zeitversatz oder Wachstumsphase gleichzeitig. Aber da müssen wir mal schauen. Vielleicht kaufen wir auch einen großen Case und werden dann hier den Mähdrescher nach oben schaffen zum Feld 8 dauerhaft. Dann kann der nämlich vielleicht sogar noch sich ein Maisgebiss holen. Dann könnte man ein bisschen Mais ernten. Also es gibt so viele Möglichkeiten, die hier offen stehen. Aber das erste wird jetzt sein, hier das Feld mal neu anzusehen, da mal zu gucken, was sich daraus entwickelt. So, das sieht schon mal gut aus. Fahren wir hier die zwei Spuren noch fertig, oder? Nee, das machen wir auch geschickter. Wir werden nämlich als erstes mal unseren Kipper jetzt beiholen. So, werden den Kipper da unten hinstellen. Dann können wir das nämlich alles wunderbar in einem Abwasch machen und auch ein bisschen gut kombinieren. So, werden nämlich Folgendes jetzt machen. Wir stellen den Kipper hier hin. So, holen uns schon mal die Sämaschine. Die haben wir ja vorne vor dem Unterstand schon bereitgestellt. Werden dann das Einsehen schon starten. Das gibt jetzt Multitasking vom Feinsten hier. Gucken, ob wir das so richtig gut hinkriegen, wie ich mir das gerade vorstelle. Wäre natürlich perfekt. So, und der Weizen ist ja auch noch angewählt. Das heißt, wir können dann da gleich loslegen. Sodele. Werden hier dann schnell mal schauen. Dann haben wir nämlich auch mit dem Feld nebendran dieselbe Wachstumsstufe. Das ist perfekt. So, werden hier den Helfer starten. Werden dann gleich zu unserem Mähdrescher wechseln, das Rohr ausklappen, den über den Anhänger bringen. Ich glaube allerdings, wir kriegen da nicht mehr alles in den Hänger rein. Da wird also wohl ein kleiner Rest übrig bleiben. Ist aber auch kein Problem. Und in der Zeit werden wir hier schön weiterfahren. So, jetzt haben wir alles unter einem Hut. Und ich glaube, so kriegen wir das richtig gut hin. So, bis jetzt tankt der Mähdrescher noch ab. 20% hat er noch drin, aber ich befürchte, es wird ein Ticken mehr. Und ja, war mir klar, 3% bleiben übrig. Ja, wunderbar. Okay, dann können wir das aber auch noch bald wegfahren. Ist ja auch nicht verkehrt. So, jetzt haben wir erstmal hier das Stroh fast fertig aufgenommen. Unsere neue Sägekombi arbeitet hinten dran schon. Ich glaube nur, wir müssen dann da wahrscheinlich auch die ein oder andere Stelle etwas verbessern. Das werden wir uns gleich mal angucken, weil der bockt ja mit dem Traktor so ein bisschen. Das ist nicht so optimal. Aber auch dieses Problem werden wir lösen. Jedenfalls war das hier mal eine richtig schnelle Ernte. Das hat eigentlich ganz gut geklappt hier. Bin ich richtig zufrieden mit. So, das Stroh ist auch fertig. Die Sämaschine kann erstmal hier durchwurschteln. So, den Ladewagen lasse ich nochmal an. Da ist nämlich noch ein Eckchen. Das will ich auch noch haben. Oh, mir. Jetzt können wir den Ladewagen natürlich wieder ausschalten. Werden hier einmal den Kipper auf die Seite stellen, aber noch nicht verkaufen, denn da habe ich noch andere Pläne mit. Ich müsste nämlich auch bald mal wieder nach den Kühen gucken, was das Stroh betrifft. Denn wir haben aufgestockt auf 20 Kühe, haben aber noch nichts nachgefüllt an Stroh und hatten die Zeit vorlaufen. Das ist natürlich dann eine Sache, die uns doch ein bisschen nachdenklich stimmen sollte. So, jetzt werden wir hier auf alle Fälle mal das schon mal wegfahren. Ich gehe mal fast von aus. Es wird wieder hier die Mühle sein, die auch für die Gerste den besten Preis hat. Hier 646. Dann fahren wir das gleich zur Mühle. 5.42 Uhr sagt die Uhr. Ist also in dem Punkt optimal. So können wir das richtig gut noch unter einen Deckel bringen. Und das kriegen wir auch in dieser Folge noch rein. Ha, der Raps ist auch schon fast fertig hier in der letzten Stufe vor der Ernte. Ist also gutes Timing. So können wir in der nächsten Folge die Rapsernte vorbereiten. Ja, das Feld ist bis dahin auch fertig eingesät. Dann brauchen wir nur noch 15, 16 zu düngen. Dann ist das schon mal mit Weizen vorbereitet. Und dann haben wir doch schon wieder einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Finde ich persönlich mal richtig gut, dass das mit der Ernte so zuckerschnell ging. War echt Gold wert.
So, und das nächste, wie gesagt, auf das wir jetzt sparen, ist natürlich, nachdem wir in der nächsten Folge erstmal den Mähdrescher für das Feld 8 gekauft haben, der große Traktor. Da brauchen wir auf alle Fälle was Schönes. Ich möchte den Case eigentlich ganz gerne haben. So, und wir sehen, das Geld wird ausreichen. So können wir also auf alle Fälle den M66 uns schon mal kaufen. Ach, wisst ihr was? Den kaufen wir jetzt auch, komm mal, schnell. So, einmal schnell geholt. M66 ist pünktlich zur Ernte einsatzbereit. Perfekt. 7000 Euro haben wir jetzt noch. Reicht also leider nicht mehr für das Feld 9, weil wir müssen ja auch noch ein bisschen hier düngen und haben dann auch so noch ein paar Kosten. Aber wir sind einen Riesenschritt weitergekommen. Und dann haben wir jetzt... Oh, wir haben ja noch die 3% unten in Deutz drin. Das ist natürlich auch noch eine gute Sache. Dann werden wir auch hier entsprechend ein bisschen Kosten sparen. Dann machen wir das nämlich so. Wir wechseln mal schnell zu unserer Erntemaschine, klappen das Rohr ein und fahren mit dem Kollegen hoch. Wir müssen eh hoch. Dann braucht man nicht mit dem Traktor extra nochmal runter und wieder hochzufahren. So können wir das doch in einer Tour erledigen. Müssen sowieso da zum Rapsfeld dann für die nächste Ernte. Dann ist das erledigt. Wie weit ist das Einsehen? Kann man so schlecht jetzt erkennen. Dürfte aber auch schon über die Hälfte des Feldes sein. Vielleicht sehen wir das jetzt gleich ein bisschen besser, wenn wir hier auf dem Weg nach oben sind. Da nochmal schnell den Blick rüber. Na, wie sieht's aus? Ja, macht ein ganz gutes Bild. Die Hälfte hat er schon wieder eingesät. Das wird also in der nächsten Folge auch fertig. So, und wir klappen auch schon mal das Rohr aus. Können jetzt, wie gesagt, gerade über den Hänger fahren und sind dann sozusagen schon fast an unserer Position. Ich denke mal, viel optimaler kriegen wir das so auf die Schnelle jetzt nicht hin. So, die sind ja nur noch 236 Liter, das ist ja Pillepalle. Ich sag aber jetzt, was nicht Pillepalle ist, leider schon wieder Feierabend. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich denke mal, wir werden jetzt hier doch deutlich vorankommen. Ja, in der nächsten Folge als erstes mal unseren Mähdrescher zum Feld 8 hochbringen, zum Einsatzort, dass auch der bereit steht, wenn die Ernte losgeht. Hier unten das Feld 15, 16 fertig einsehen und noch düngen. Dann ist auch das fertig. Die 230 Liter bringen wir auch nochmal auf die Schnelle zur Mühle. Dann ist alles okay. Hier sind wir soweit auch durch. Hier ist alles vorbereitet schon für die Ernte. Ihr seht, da hinten wächst es auch schon in der letzten Stufe. Die kommt dann auch bald wieder zum Einsatz. Den Kollegen werden wir dann hochfahren. Ja, für den suchen wir uns auch noch einen Job. Und der hier wird seinen Job für heute erstmal beenden. Wir sind durch. Ich sag danke fürs Zuschauen. Servus und tschüss.